Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und erstmal vorab wollte ich nochmal sagen, hier steht zwar, dies ist deine fünfte Folge, es ist aber nicht meine fünfte Folge. Ich musste nämlich wegen diesem Schärfe 3 Bug, den ich letzte Folge hatte, habe ich jetzt die Sachen wieder, also habe ich das als Bücher wieder bekommen. Nur Tim fand das ein bisschen ungerecht, oder habe ich ein Fire Aspect Buch bekommen als Belohnung dafür und halt zwei Schärfe 2 Bücher. Und ich würde sagen, dann joinen wir zur vierten Folge auf den Server in 3, 2, 1. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care. Aber ich muss gerade mal, ja, Aufnahme läuft. Das wäre jetzt ein bisschen belastend, wenn nicht. Wir müssten ungefähr an derselben Stelle stehen wie letzte Folge. Hoffe ich mal. Ich versuche mich, weil wir die ganze Folge dann auf den Server waren, damit wir jetzt nicht irgendwie eine halbe Folge haben, haben wir uns dann eingestellt und am letzten, kurz vor Schluss hat er mich dann hier hintippt und dann habe ich versucht, noch den Auslogpunkt zu finden. Auf jeden Fall fahren wir jetzt die Folge Eisen und versuchen, die erste zu fahren. Wundern, warum ich die Eisenbrustplatte anhat. Ich wollte ihm nicht zeigen, dass ich die Sachen habe. Ja, und ihr könnt euch schon freuen, bald wird Yannick auch dabei sein. Also er ist ja immer noch weg, aber er wird bald dabei sein. Ich hoffe halt mal, dass es ein paar... Oh Gott, die Sonne. Ich würde sagen, wir fügen gleich auch schon mal ein paar Sachen zusammen. Wir können uns jetzt insgesamt ein Schärfe 4 Fire Aspect 1 Schwert machen. Das finde ich ziemlich knorke. Und sie haben auch gesagt, weil der kennt halt jetzt meine Koordinaten, Tim und Jasmin, dass sie nicht... Jasmin, das ist schon... die wissen jetzt meine Koordinaten, aber sie... Tim hat mir versprochen, also hat mir hoch und heilig versprochen, dass sie jetzt nicht kommen, werden zu mir. Und selbst wenn sie meinen Namen sehen, werden sie nicht irgendwie mich töten oder so. Oh ja. Also falls Leute sich wundern, ich werde jetzt als erstes auf mein Schwert gehen und dann die Rüstung entscharren, also die Rüstung hochpushen. Weil ich muss halt auch ein bisschen auf Yannick warten und so, und da kann ich jetzt nicht das krasseste Equip der Welt machen, weil er braucht halt auch noch was. Ein paar Dias sind hier doch noch. Ich habe so eine Baba Cave und finde einfach nichts. Und ich und Janni werden uns auch bald schon, wenn wir zusammen sind, so wir werden halt dann noch ein paar Folgen zusammen farmen und so. Dann wird Äpfel gefarmt. Und wir werden halt dann versuchen, so schnell wie möglich einen Fight zu haben. Wir haben auch schon ein Ziel. Vielleicht snipen wir auch vorher ein Team, aber das ist noch nicht ganz sicher, weil ich habe gehört, Tim und Marc wollen das Team auch snipen. Und wenn wir alle gleichzeitig drauf sollen, dann wird das ein zu hartes Gemetzel. Da haben ich und Yannick, glaube ich, keinen Bock drauf. Weil ihr müsst es euch so vorstellen, ich nehme hier schon die ganze Zeit alleine auf und habe noch nicht mal mit ihm geskypt oder so irgendwie, weil er ja nicht skypen kann da hinten. Ich muss mir gerade die ganze Zeit die Pläne alleine aussuchen oder das, was ich rede. Hier die ganze Zeit. Aber nichtsdestotrotz sollten wir trotzdem anfangen zu sneaken. Also was ich jetzt schon mal sagen werde,
falls mich Tim gleich angreifen sollte, wäre das eine miese Nummer. Wir müssen hier schon ab den nächsten paar Folgen, weil ich darf heute bis Folge 6, das heißt noch 3 Folgen aufnehmen. Und wenn ich die aufgenommen habe, sollte ich auch so langsam mal aus dieser Cave rausgehen, weil ab Folge 2, weil wissen, weiß man halt meine Koordinaten. Das ist halt nicht so. Immer Redstone abbauen, immer gut. Kostet 8 Level dafür, also ein bisschen was. Na, bei dir brauche ich mich nicht in die Seiten, das bringt nichts. Ich weiß, dass über mir Lava Wasser ist, aber da brauche ich mich jetzt nicht hin. Ich glaube nicht, dass das mehr bringen würde, als sich hier, als hier weiter zu buddeln. Wie wir die wahrscheinlich austricksen können. Weil, falls sie wirklich kommen, dann werden die. Ja, mal kurz genau wissen. Und bei Diori geht das schlecht. Gefällt mir, dass die den nicht genau diesen Weg hier nehmen. Und mich dann schon mal erstmal belassen. Ich denke mal, Tim hält sich an seine Versprechen und dass er mich dann nicht suchen wird oder so. Moment mal ein bisschen straight geradeaus. Wie viel Eisen habe ich? Ja, ein Stick. Schon. Oh, Dias! Lol! Es ist eine Alien. Oh mein Gott, ist das schön, das ist lecker. Das ist lecker. Oh, über mich ist okay. Kommen wir erstmal zu. Jetzt die Frage: Was machen wir jetzt hiermit? Das ist jetzt wirklich eine verdammt schwere Frage. Sollen wir jetzt... Boah, ich bin jetzt erschrocken. Ich dachte erst, da wäre ein Nebending. Ich würde sagen... Wir nehmen erstmal den Amboss mit, würde ich sagen. Und dass wir erstmal alle Dias, die wir jetzt bekommen, so behalten, bis Yannick mit seinen Farbenfolgen fertig ist. Hallo, Dias. Ich beiße nicht. Ich müsste mal gucken, wie viel kostet das? 9 Level. Das geht ja noch. Ich will aber trotzdem mal... Nur zur Sicherheit mein Chef für Schwert. Hier ist der letzte Mal. Oh.
war jetzt nicht so gut. Okay, dann würde ich sagen, buddeln wir uns einfach mal in die Richtung. In der Hoffnung, noch ein paar Dias zu finden. Hallo. Hier bin ich in meinem alten Dorf. Also Gold haben wir schon mal ein bisschen was mehr. Mann, Dias, ich suche Dias. Diamonds. Come on, Diamonds. Okay, jetzt brauche ich mich wieder auf die Seite. Ja, voll. Bisschen so zur Lava. Ich mach mal die Sounds zum Klingen ein bisschen leiser. Wobei, warum mache ich die leiser? Ich brauche die doch, um die Lava zu hören. Bin ich doof? Oh, Lederrüstung brauche ich. Mach mir bitte nicht, dass ich nochmal dieselbe Cave. Naja, zumindest haben wir eine Achterquelle Dias gefunden. Ich höre wieder Lava. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, nochmal hier irgendwo in die Cave zu gehen. Ich brauche mich auf jeden Fall zur Lava hin. Wieder ein bisschen was Gold. Aber hier könnten halt bei diesem See halt wirklich Dias sein. Das ist aber nicht. Nein! Nein! Schnell mal ein bisschen weiter bauen.
Okay, da werden wir jetzt gleich auch gekickt, ey. Als ob das jetzt nicht für die neuen Level wäre. Also. Okay, Mama, komm gerade aus. Komm, Dias. Hier sind noch Dias. Ah, scheiße. Wurden wir gekickt. Okay, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, schaut auf jeden Fall beim Yannick vorbei. Der müsste zu diesem Zeitpunkt schon seine erste Folge oben haben eigentlich. Ja, müsste er. Ja, und... lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ja. Und bis zum nächsten Multivaro 3 Video. Ciao. Fuck this shit, I'm out. Mm-mm. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me. I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Fuck this shit, I'm out. Nope. Fuck this shit, I'm out. Alright then. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of here. Fuck this shit, I'm out.